Ja, einen ganz herzlichen guten Abend hier aus der NRW-Arena in Hagen. Heute an dem Samstag nach dem Spiel Phoenix Hagen gegen die ENW Ludwigsburg. Ein Spiel voller Dramatik, das also bis zum letzten von allen, also von beiden Mannschaften alles gefordert hat. Steven Key, herzlich willkommen. Erstmal herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Dein Statement zum Spiel bitte. Für mich war es ein unglaublich gutes Basketballspiel heute, von beider Seite. Man kann sagen, schade, dass einer verlieren muss, aber wir haben bisher kein Auswärtsspiel gewonnen. Wir waren immer nah dran, aber irgendwie haben wir das heute geschafft. Ja, interessant. Viele Punkte, viele richtige Momente, Clutch Plays oder so von beider Seite. Und am Ende haben wir von meiner Seite ein bisschen mehr Glück, dass noch einer Dreier von die Hagener nicht drin war am Ende. Und dann haben wir einen Rebound geholt. Aber wie gesagt, es war ein tolles Spiel heute. Ich bin glücklich, dass wir das Spiel heute gewonnen haben. Ja, danke Steven. Ingo, deine Bewertung des Spiels bitte. Ja, Glückwunsch an Ludwigsburg. Steven hat schon viel gesagt. Es war ein Spiel, was die ganze Zeit ausgeglichen war. Wir haben am Ende, wo wir ein bisschen vorne waren, leider vorne zwei schlechte Entscheidungen getroffen hintereinander. Zwei wilde Würfe genommen, anstatt cool runterzuspielen. Trotzdem hätten wir gewinnen können, aber wie Steven schon gesagt hat, wir haben dann wirklich 22, 23 Sekunden ganz gute Defense gespielt und am Ende trifft Howard dann den einen oder anderen Dreier. Gerade ein Spieler, der hier heute vier von sechs Dreiern wirft, der die ganze Saison noch nicht eingetroffen hat. Das ist natürlich umso bitterer. Aber so ist das Spiel, okay? Da gehört auch ein bisschen Glück dazu. Wir hatten heute dieses Glück nicht am Ende zu gewinnen. Wir haben jetzt vier weitere Spiele. Jetzt das nächste Spiel am Mittwoch in Frankfurt und dann wieder zu Hause gegen Bayreuth, wo wir es immer noch aus eigener Kraft schaffen können. Wir sind immer noch nicht auf einem Abstiegsplatz. Ich weiß jetzt nicht, wie Gießen gespielt hat in Berlin, aber ich gehe mal davon aus, dass sie verloren haben. Morgen erst, okay. Also es ist noch alles drin und weiter den Kopf hoch. Danke an die Zuschauer, das war ein guter Rückhalt. Okay, das war sehr schön anzusehen, diese gelbe Wand. Weiter so und dann werden wir gegen Bayreuth gewinnen. Danke, Ingo. So, Fragen Ihrerseits an die beiden Trainer, bitte. Bitte. Gut, man kann natürlich bei einem Gegner nicht alles wegnehmen. Okay, wir haben uns auf die Außen konzentriert und haben die auch ganz gut im Griff gehabt. Dass dann Jasmin unterm Korb sehr, sehr stark ist. Wir wissen, dass er gut im Low-Post ist, aber wir haben uns halt auf die Außen konzentriert. Was nicht heißen soll, dass wir auch im Low-Post gut verteidigen können. Aber er hat gut gespielt heute, ne? Und auch Lubi hat gut gespielt im Angriff, wenn sie sehr hochprozentig werfen. So wie heute, dann ist es natürlich auch sehr, sehr schwer. Klar, wenn man auf die Quote guckt, 67% Zweier, 53% Dreier, auch auf Freiwurfquote besser als wir, dann ist das natürlich ein Grund mehr, warum die so ein hohes Ergebnis und so viele Punkte gemacht haben. Danke. Gibt es weitere Fragen? War der Druck vielleicht zu groß vorher, dass am in der ersten Halbzeit auch ein bisschen Ratlosigkeit da zu herrschen schien? Ach, das Spiel war auch ausgeglichen. Ne? Ist nicht jedes Spiel so wie gegen Braunschweig, dass wir auf einmal mit 10, 20 Punkten führen in der ersten Halbzeit. Das Spiel war ausgeglichen, erstes Viertel. Und wir haben, oder woran das auch immer liegen mag, warum man auf einmal mit 10 führt gegen Braunschweig oder jetzt dann ein bisschen hinten liegt, auch nicht zu hoch hinten, aber so ist halt auch das Spiel, das kann man oft gar nicht richtig analysieren. Wir haben uns vorbereitet und waren heiß und warum das im Endeffekt dann immer manchmal so läuft und manchmal so, das ist halt der Sport. Weitere Fragen?
sehe im Augenblick, das ist nicht der Fall. Ja, dann darf ich die offizielle Pressekonferenz der Trainer nach der Begegnung Königshagen gegen die ENW Ludwigsburg hier beenden. Ihnen noch allen einen schönen Abend und guten Abend da draußen aus der NRW Arena in Hagen. Tschüss.